Posing Tutorial Nummer 7, die Latissimus Pose von vorne. Viel Spaß mit unserem Video. Mit der Latissimus Pose von vorne haben wir jetzt die zweite Pflichtpose nach der Doppelbizeps-Pose. Die wird folgendermaßen aufgebaut. Die Füße stehen wie in der Line-Up-Pose, wie in der Line-Up-Stellung von vorne. Das heißt, die Fersen stehen ungefähr so weit auseinander, dass eine dritte Ferse dazwischen passen würde. Fußspitzen sind nach außen, so dass die Füße in einem 90-Grad-Winkel zueinander stehen. Dann bringt man erst Druck in die Oberschenkel rein, indem man erst die Knie nach außen drückt, Oberschenkel anspannt, dann die Knie wieder nach innen reinzieht, nicht ganz nach innen, nur so weit, dass Unterschenkel und Oberschenkel eine Linie bilden und man sich wieder vorstellt, dass man mit den Fußspitzen nach vorne den Boden quasi wegschiebt, dann schafft man es wirklich bis ganz oben in die Oberschenkel Druck reinzubekommen und dann sieht man halt auch, wenn man in der entsprechenden Form ist, wenig Körperfett hat, dass halt hier oben diese Teilung zwischen den einzelnen Anteilen des Quadrizepses frei werden. Wenn diese Löcher hier zu sehen sind, dann weiß man, okay, ich habe den ganzen Oberschenkel wirklich volle Pulle auf Spannung. Becken nach vorne reinschieben, dann baut man den Oberkörper auf. Dabei ist ganz wichtig, dass man für die Hände die richtige Position findet. Man kann sowohl zu tief als auch zu hoch greifen. Also ich würde immer so gucken, dass man auf der Höhe ist, wo die untersten Rippen ansetzen. Und hier hinten gibt es eine Stelle zwischen den Rippen, wo quasi so eine kleine Aussparung drin ist, so ein Loch drin ist, wo man den Daumen perfekt reinsetzen kann. Damit die Hand nicht zu weit nach vorne rutscht, sollte man zudem den Daumen nicht abspreizen, sondern wirklich an den Knöchel richtig dran ziehen. Das muss hier so ein bisschen wehtun. Richtig dran ziehen. Dann erstmal die beiden Fäuste am Oberkörper vorbei, ganz nach hinten ziehen, dass man den Rücken volle Pulle anspannt. Dann die Daumen in diese Aussparung hineinsetzen und ganz wichtig, mit den Knöcheln gegen die Rippen drücken. Nur wenn man hier Druck ausübt, schafft man es, dass die Hände nicht zu weit nach vorne wegleiten beim Posen. Dann versucht man das Handgelenk nach unten zu bringen und gefühlt die Ellbogen nach vorne und nach unten gleichzeitig reinzuschieben. Dann schafft man es wirklich, den Schultergürtel in die Breite zu ziehen. Gedanklich zieht man auch die Ellbogen nach außen und zieht dadurch den Latt so richtig schön raus, macht sich maximal breit. Wichtig dabei, versucht die Schulter möglichst hinten und unten zu lassen. Ja, Lukas macht es perfekt, schiebt auch jetzt noch das Brustbein schön nach oben, atmet ganz nach oben in den Brustkorb ein und sorgt dadurch dafür, dass das hier oben alles richtig voluminös und eindrucksvoll aussieht. Lukas macht es noch einmal richtig vor. So, wie bei allen anderen Frontposen auch, ist dabei wichtig, dass man, damit der Kampfrichter, der nach wie vor unten sitzt, wirklich die maximale Fläche geboten bekommt, in der Hüfte sich nur leicht nach vorne legt. Genau. So, jetzt machen wir nochmal so zwei, drei Fehlerchen vor. Erstens, Hände zu hoch. Dann muss man die Schulter so ein bisschen mit hochbringen. Genau. Dann Hände zu tief. Dadurch kriegt man nicht wirklich maximalen Druck rein. Genau. Und dritter Fehler, Schultern hochziehen beim Posen und nach vorne ziehen. Genau, jetzt sieht man, auch hier verschenkt man jetzt deutlich an Breite, was den Latissimus betrifft. Also wichtig ist, dass die Hände auf der richtigen Höhe sind, dass man die Handgelenke so nach unten wegknickt. Richtig Druck ausüben mit den Knöcheln gegen den Brustkorb, gegen die Rippen, dass die Hände nicht während des Poses nach vorne wegrutschen. Also dann kriegt man nicht das Brustbein so schön hoch, wie der Lukas es jetzt hat. Und halt wirklich versuchen, die Ellbogen nicht nur einfach nach vorne zu ziehen, sondern gedanklich erst nach unten und dann nach vorne. Dann hat man den maximalen Druck im Latissimus und das maximale Volumen hier oben im Brustkorb, in der Brustmuskulatur. Das Ganze noch eingeatmet und es sieht wirklich imposant und breit im Schulterraum aus. Auch hier, wie bei allen anderen Posen auch, wenn ihr oben fertig seid, wieder von unten anfangen. Das heißt, Beine stellen, Oberkörper in Position bringen und wieder gedanklich von unten anfangen. Wenn der Oberkörper steht, wieder gedanklich mit den Beinen anfangen, wieder kontrollieren. Habe ich ganz oben im Oberschenkel wirklich Druck drin? Schaffe ich es mit den Zehenspitzen, den Boden nach vorne wegzuschieben? So ist das auch hier ein ewiger Optimierungsprozess, dass man das Kopf von unten nach oben immer wieder durchgeht.
Ja, so viel zur Latissimus-Pose von vorne. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Video geht es um die seitliche Brustpose. Vielen Dank fürs Zusehen für heute. Macht's gut.